Sie sehen TVA Media mit einem konservativen Bericht. Was in Deutschland heute niemand mehr aussprechen kann. Ohne politische Korrektheit. Und ohne jede Zensur. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen hat in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, der Begriff Verschwörungstheorie sei von Geheimdiensten erfunden worden. Was viele vermutet hatten, ist damit quasi amtlich und lässt den Bürger staunen. Gefragt, warum er seit seiner Entlassung verstärkt die Öffentlichkeit suche, erklärte Maaßen, dass er nach seiner Entlassung viel Zuspruch aus der Bevölkerung erfahren habe. Mitarbeiter des Amtes hätten ihn ermutigt, auch in Zukunft seine Stimme zu erheben. Bestimmte von ihm geteilte Werte und Überzeugungen würden in der deutschen Politik kaum noch vertreten. Maaßen beklagt hierbei eine Verengung des politisch statthaften Meinungskorridors in Deutschland. Zitat: Ich glaube, wir in Deutschland leiden unter der Volkskrankheit des romantischen Idealismus, der Träumerei und der Besserwisserei. Und das verbunden mit einer Aggressivität, die im Grunde nur Fanatiker haben können. Das macht mir Sorgen, denn in anderen Ländern ist man viel gelassener im Umgang mit politischen Querdenkern. Zitat Ende. Er selbst erlebe viele Anfeindungen. Für viele Linken sei er der Inbegriff des Bösen. Von ihm durchgeführte Veranstaltungen an der Freien Universität Berlin hätten jüngst unter Polizeischutz abgehalten werden müssen. Seine Kritik an Erklärungen auch aus Regierungskreisen, in Chemnitz habe es Hetzjagden auf Ausländer gegeben, verteidigte er ausdrücklich. Es sei kein Fehler, die Wahrheit zu sagen, so Maaßen. Auf die Feststellung der Neuen Zürcher Zeitung, dass er in Deutschland von den einen als Held, von anderen als Verschwörungstheoretiker wahrgenommen werde, antwortete Maaßen mit der Feststellung, Zitat, der Ausdruck Verschwörungstheoretiker ist von bestimmten ausländischen Geheimdiensten erfunden und verwendet worden, um politische Gegner zu diskreditieren. Ich bin erstaunt, mit was für einer Selbstverständlichkeit dieser Ausdruck ins Standardvokabular deutscher Journalisten aufgenommen wurde. Zitat Ende. Der frühere Verfassungsschutzchef kritisierte im Gespräch mit der Schweizer Zeitung in deutlichen Worten die deutschen Medien, die nicht objektiv seien und eine bestimmte politische Richtung vertreten würden. Zitat: Medien sind in westlichen Demokratien unabhängig, aber nicht objektiv, sondern vertreten bestimmte subjektive Überzeugungen. Das ist nicht schlimm, dazu muss man sich nur bekennen, und die Kunden müssen dies auch für sich realisieren. Man muss allerdings sehen, dass über 70% der Journalisten von sich sagen, politisch den Grünen und der SPD nahezustehen, aber nur 11% der CDU. Problematisch ist das ganz besonders bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die zur Meinungsvielfalt verpflichtet sind. Zitat Ende. Auch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte Maaßen, wieder einmal scharf. Merkel werde, so Maaßen, auf absehbare Zeit ihr Amt aufgeben müssen. Er habe die Hoffnung, dass ihre wahrscheinliche Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Kurskorrektur vornehmen und Vorkehrungen gegen eine neue, große Welle von Einwanderern treffen werde. Hans-Georg Maaßen war seit August 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Im September 2018 geriet er in die Kritik, nachdem er Äußerungen über angebliche Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz kritisiert hatte. Nach einer Koalitionskrise wurde Maaßen im November in den einstweiligen Ruhestand versetzt.